Leute, ich mache heute den Kosmetikliebe-Tag und zwar wurde ich von einer lieben YouTuberin getaggt. Sie heißt, beziehungsweise ihr Kanal heißt Meine Glitzerwelt. Und klar, mache ich gerne bei dem Tag mit. Ich mag sowas total gerne und wollte nochmal sagen, danke, dass du mich getaggt hast. Finde ich super lieb von dir. Und zwar sind das 7 Fragen, die habe ich mir jetzt aufgeschrieben und habe die zwar schon alle gelesen und halt nicht wirklich überlegt, was ich dazu antworte. Weil ich mir gedacht habe, das kann ich auch spontan machen bei den Fragen. Ja, dann fange ich direkt mal an. Und zwar, erste Frage. Ein Produkt, auf das du auf keinen Fall verzichten möchtest. Ich weiß jetzt nicht, ob das generell auf dekorative Kosmetik sich bezieht oder ob das jetzt auch auf Pflege sich bezieht. Also wenn das jetzt alles gemeint ist damit, dann würde ich auf keinen Fall auf Creme verzichten. Also ich würde dann lieber sogar auf dekorative Kosmetik verzichten, aber auf Creme, Handcreme, Gesichtscreme, das geht nicht. Also ich brauche Creme in meinem Gesicht, sonst was bringt mir Make-up und alles, wenn mein Gesicht spannt und trocken ist und keine Ahnung. Also Make-up wäre das Wichtigste. Und wenn es nur um dekorative Kosmetik geht, könnte ich mich, glaube ich, zwischen Blush und Wimperntusche nicht entscheiden. Wobei ich glaube, ich würde die Wimperntusche nehmen, weil ich glaube nicht, dass ich keine Wimperntusche drauf tue, aber Blush. Das wird, glaube ich, nee. Also Wimperntusche. Egal welche jetzt. Immer gerade die, die ich benutze in dem Moment. Zweite Frage. Wenn es dir dein Budget erlauben würde, würdest du dir nur High-End-Produkte kaufen? Also nicht nur High-End-Produkte. Das Problem ist halt, woher soll ich das wissen? Ich habe nicht so viele High-End-Produkte ausprobiert, dass ich sagen kann, die sind besser oder die sind schlechter. Dafür müsste man ja echt sich gut auskennen in dieser Kategorie. Und das tue ich nicht, weil ich habe höchstens nur ein paar Produkte, die ich an einer Hand abzählen kann aus dem High-End-Bereich. Und da kann ich noch nicht sagen, welche besser sind. Ich denke, wenn ich jetzt wirklich so viel Geld hätte, dass ich nicht darüber nachdenken müsste, würde ich erstmal mich durchprobieren durch die High-End-Produkte. Ich würde aber auf keinen Fall jetzt sagen, ich benutze keine Drogerieprodukte. Ich würde das komplett mischen. Also ich würde gucken, welche Produkte mir gefallen. Und nicht darauf achten, ob das jetzt High-End ist oder Drogerie. Also es gibt durchaus aus der Drogerie Produkte, die ich auf gar keinen Fall missen möchte oder ersetzen möchte oder sonst was. Ja, das war's. Was soll ich dazu noch sagen? Frage 3. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, dich zu schminken? Gott, da müsste ich meine Mutter fragen, ehrlich. Lass mich überlegen. Also 5. Klasse war ich 11, glaube ich. Ich war 11, da habe ich mich noch nicht geschminkt. 6. Klasse. Also in der 7. habe ich mich auf jeden Fall geschminkt mit 13. 12, 13? 13, 14? Ich sag mal 13. Ich denke, es waren... Ja, ich glaube, ich war 13. Oh Gott, wenn ich darüber nachdenke. 4. Frage. Was war dein schlimmster Make-up-Ausrutscher? Oh ja, da kommen wir direkt zu dem... Ich habe mit 13 angefangen, mich zu schminken. Ich glaube, alles, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, war ein Make-up-Ausrutscher. Mein komplettes Gesicht war ein Make-up-Ausrutscher. Weil, oh mein Gott. Also, ich meine, man kann jetzt schwer beurteilen darüber, vielleicht habe ich ja jetzt auch irgendwas in meinem Gesicht, was ein komplettes Fail ist, sage ich jetzt mal. Und ich merke das nicht, ne? Wie soll ich das merken? Wenn ich das merken würde, würde ich das ja nicht drauf tun. Aber meiner Meinung nach habe ich mich früher komplett, boah, ich hatte richtig schwarze Augen, umrandet, würde ich jetzt niemals machen. Also mir persönlich steht es nicht, wenn ich Kajalstift unten, also unten unter meinem Auge drauf mache und vor allem auf die Wasserlinie, das macht meine Augen viel, viel kleiner und ja, das sieht einfach furchtbar aus bei mir und das habe ich früher gemacht, richtig schwarz, überall, unten, oben, überall richtig schwarz und so bin ich zur Schule gegangen. Ey Leute, ich war 13, 14, so bin ich zur Schule gegangen. Ich hatte schwarze Fingernägel. Ja, ich habe mich damals für eine Rockerin gehalten und ich habe gedacht, ich würde, ja, ich wäre ja so böse und so. Hatte, ja wirklich, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber ich rede mal davon so, als wäre ich das nicht gewesen, sondern eine andere Person, weil damals war ich ja noch jung. Es ist okay. In jungen Jahren ist das okay. Ja, jedenfalls habe ich mich komplett schwarz geschminkt, schwarze Fingernägel. Und dann hat das angefangen mit
mehr Make-up, dann habe ich auch schon Foundation benutzt und das auch viel zu viel und unpassende Farben. Also ich habe jetzt mein Gesicht Farben geklatscht, die nicht in mein Gesicht gepasst haben. Ich habe zu viel Foundation benutzt, zu viel zugekleistert und auch noch dieses Schwarz an meinen Augen. Oh mein Gott, das ist so peinlich. Ja, das sind meine Make-up-Ausrutscher. Also genügende. Fünfte Frage, achtest du auf jahreszeitenbezogenes Make-up? Jein. Also ich weiß nicht so recht, was jetzt genau zum Winter passt und was genau zum Sommer passt. Da habe ich jetzt keine Richtlinien, wo ich jetzt sagen würde, Pink geht nur im Sommer oder so, oder kalte Farben gehen nur im Winter oder weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was jetzt richtig wäre. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jederzeit irgendwie das gleiche Make-up benutze, weil so zum Beispiel so richtig bunte Lippenstifte, ich glaube, da habe ich im Sommer einfach mehr Lust drauf und das passt meiner Meinung nach mehr und im Winter ist das mehr so ein bisschen alles, ja, so ein bisschen alles so natürlicher und allgemein schminke ich mich meistens natürlicher, aber so im Sommer kann es auch passieren, dass ich bunten Nagellack oder bunten Lippenstift oder so oder richtig knalligen Lippenstift oder Nagellack benutze und im Winter ist das eher seltener. Wobei ich nicht weiß, was jetzt richtig ist und was falsch. Sechste Frage, absolutes Make-up No-Go. Ich glaube, dazu muss ich echt mal ein Video drehen. Das hatte ich schon mal vor, weil es gibt so viele Make-up-No-Gos, die könnte ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Es gibt so viele von, ich sag mal, zu viel Schminke bis zu dunkle Schminke, bis komplett unpassende Farben, bis man betont Augen und Lippen sehr stark gleichzeitig. Darüber könnte man echt lange reden. Also zum Beispiel das, was ich früher gemacht habe, was ich ja eben schon erzählt habe. Absolutes No-Go. Alles, was ich gemacht habe, war ein No-Go, glaube ich, an Make-up. Ach, ich habe übrigens keinen Blush benutzt früher und ich habe mir gedacht, wozu Rouge? Das brauche ich gar nicht. Und oh Gott, ich könnte jetzt gar nicht ohne Blush. Also wenn ich mich schon schminke, entweder bin ich komplett ungeschminkt oder halt geschminkt und mit Blush, weil ohne ist das irgendwie so unfertig. Naja. Dazu gibt es viel zu sagen. Siebte und letzte Frage. Könntest du dir ein Leben ohne Kosmetik vorstellen? Schon. Aber Kosmetik ist halt mein Hobby und ich habe lieber ein Leben mit Kosmetik. Ja. Aber vorstellen könnte ich es mir schon. Also wäre schade. Aber wenn man es nicht kennen würde, wenn es das nicht gäbe, dann würde man wahrscheinlich das auch nicht vermissen. Keine Ahnung. Ja, und das war's auch schon. Und ich tagge die Beauty Model, ich tagge die Lolly, die Fashion Diary, die Fashion Jackie 16 und die Lubascha 86. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr gerne mitmachen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht und ihr könnt mir gerne auch eine Videoantwort darunter posten. Natürlich, also falls ich jetzt irgendjemanden vergessen habe, das tut mir voll leid. Ich sag mal so, ihr könnt natürlich alle mitmachen. Man muss nicht unbedingt getaggt werden, um mitzumachen. Also alle, die jetzt diesen Tag schön finden, können gerne mitmachen. Alle sind dazu eingeladen, aber halt diese 5 Leute würde ich sehr gerne sehen. Und ich hoffe, ihr macht da mit. Ja, und das war's auch schon. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!